Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 27. April. Mein Name ist Carlos Martins. Es ist 8.34 Uhr und Sie sehen uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Und wir platzieren direkt eine Order um 8.34 Uhr und für unser Videotagebuch. Das ist eine Order um bei der 15.300er Marke. Das ist die sogenannte Big Number. Wir bleiben auf dem linken Chart und schauen uns einmal in der Vergangenheit die Blue Boxen an. Auch hier nochmal zur Erinnerung: Alle Boxen, die kleiner sind als 30, werden im Live-Trading-Raum bei mir getradet. Ja, und zu den natürlich vernünftigen Handelszeiten, die dann von 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Hier sehen wir am Nachmittag, Mittag gestern größere Boxen. Die 25er ist der Klassiker. Da, den kann man sauber oder die hätte man sauber treten können unter 30. Ja, und danach gab es nichts Neues. Wir bleiben hier in dem Chart und wechseln in die grünen Boxen, die anders berechnet werden. Hier treten wir 15er Boxen und so häufig, solange sie da bleibt. Wir sind gestern im ersten Trade in den Gewinn gelaufen. Das war unser ja, Eröffnungstrade und dann sind wir ein wenig in die Aufschaukelung gekommen. Wir sehen das hier. Das war insofern gut. Das war der achte Trade tatsächlich hier. Sind wir in den Gewinn gekommen, haben fast das Wochenziel erreicht. Er wäre dann sonst nochmal in den neunten Trade gegangen. Auch das wäre noch möglich. Ich war schon das ein oder andere Mal im neunten Trade. Also das ist eine Höhe, die wir mittlerweile schon kennen hier im Live-Trading-Raum, die relativ selten ist. Ja, aber das kann durchaus mal passieren. Ja, und solange die Märkte dann im 9. in den Gewinn laufen, ist alles okay. So, wir sind jetzt direkt, ihr seht es rechts, im ersten Trade Short. Das ist der erste Trade. DAX multipliziert wird auf der gegenüberliegenden Seite bei 15.307. Wie jeden Morgen schauen wir uns aber auch die großen Zeitebenen einmal an, komplett, und fangen an bei der DAX. Der DAX seit dem 20. April hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage hier eigentlich relativ ruhig und seitwärts. Ja, wir bleiben auf den Markt und wechseln zum Gold. Gold haben wir erstmal ja auch betrachtet. 38er Retracement. Wir haben den 200-Tages-Durchschnitt hier als Widerstandszone. Ja, Öl haben wir eben schon uns angeschaut, ist auch seitwärts. Kommen wir zur Technologiebörse. Diese Woche ja die Earnings, also Zahlen, die rauskommen von den großen Internet-Companies. Donnerstag ist Amazon dran, Facebook ist dran. Also einige Firmen, die jetzt dann berichten werden. Und wir sehen hier bei 14,38, da ist so ein wenig das letzte High, die letzte Unterstützung. Ja, beziehungsweise Widerstand, Entschuldigung, S&P 500 steigt auch, also alles nach wie vor in den amerikanischen Märkten sehr, sehr bullish. Dow Jones, ja, wird auch ein bisschen kleiner hier die Kerzen. Wir sehen es auch hier, alles unentschieden. Also da kommt bestimmt der eine andere große Move nochmal, entweder nach unten oder nach oben. Was macht Bitcoin? Bitcoin ist nach dem Tief von 46.000 jetzt wieder fast 10.000 Punkte höher, 54.057, also einige Leute genutzt, wieder günstig zu kaufen, in Anführungsstrichen. Ja, also die Kiste bleibt volatil, Bitcoin, und wir schauen uns Ethereum an. Die haben den Move gar nicht so richtig mitgenommen. Die stehen kurz vor dem High 2.557, hier Ethereum. Okay, dann gehen wir einmal in unsere MTX-Signale. Das sind die 5-Minuten-Strategien. Hier haben wir eine rote Sonne. Wir brauchen eine Kerze, die unterhalb des Daily Pivots ist, das heißt auch unterhalb der Big Number. Im Vergleich haben wir die Kijun-Cent-Strategie. Da brauchen wir auch einen Kurs unter der 85er. Das heißt, es könnte heute ein Doppelsignal hier geben. Also das haben wir im Blick. Ja, und wünsche uns jetzt gutes Gelingen. Erster Trade Short, es ist 8.38 Uhr. So, der Trade ist in den Gewinn gelaufen. Es ist 8.51 Uhr. Ich zeichne den Trade hier auch nochmal mit unserem Order History Indikator an.
So, hier ist der Trade, der Eröffnungstrade in den Gewinn gelaufen. Und wir treten die Big Number jetzt noch einmal als Vorbereitung und verabschiede mich von den YouTubern uns für unser Videotagebuch. Das war's. Unsere Reise geht hier weiter. Eröffnungstrade im ersten in den Gewinn gelaufen. Und wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Und dann bis morgen.